Das Haus gibt es noch an der Burscheider Straße in einer Landarbeiter- und Tagelöhnerfamilie. Es waren 7 Kinder und er war das 4. Und unser Mitglied Ben Scheffels ist ein Abkömmling des ältesten Bruders und auf die Art habe ich die Todesurkunde gesehen von dem und der ist als Tagelöhner gestorben. Und insofern, das war also ein ganz schwaches soziales Umfeld, die waren richtig sauerarm. Und er war aus der Rolle gefallen, er hat in Hahn eine Apothekenlehre gemacht und die Familie hat ihn so durchgefüttert. Und er hat sich dann immer für die Wissenschaft interessiert und eigentlich nie Landarbeit gemacht. Er war dann aufgrund eines Gutachtens von Pastor Löw, eine Empfehlung für die Bonner Universität, dass er Latein und Botanik gut konnte und er durfte dann in Bonn studieren, hat das aber nicht zum Abschluss gebracht, weil er die Miete an die Frau Gier, die Witwe Gier, nicht zahlen konnte, weil er eben aus armen Verhältnissen kam und so hat er ein Studium abgebrochen und hat sich dann als Wissenschaftler da durchgewurschtelt und das nächste Bild ist die größte Veröffentlichung, das war damals üblich, dass man das in lateinische Sprache machte, Primitiae Flore Phanerogamice Lusolingensis Monta Nomo, und dann ist das hier frei übersetzt, dass das die Pflanzen, über die Pflanzenbergischen Raum war. Und vor der Anlage dieser Arbeit, die 1837 erschienen ist, hat er mit vielen, vielen Leuten Kontakt gehabt, unter anderem mit dem Pastor Löh, der auch botanisiert hat, mit Fulroth, mit Weniger, mit Benzenberg, mit ganz vielen Leuten und hat dann diese Veröffentlichung gemacht und da steht auch drin, dass er nach Ostindien wollte, da ist der Haskar hingegangen, der hat nämlich die Chinerin von Südamerika, das mit Todesstrafe bedroht war, wenn es rausgekommen wäre, den Chinerinnenanbau nach Java gebracht und diesem Haskar wollte er eigentlich folgen. Es gibt etliche Pflanzen, die den Zusatz Haskal haben, weil sie nach ihm benannt worden sind oder von ihm. Und man kann, diese Arbeit enthält die Beschreibung von 1000 Pflanzen mit Ortsangaben und zum Teil Verwendung. Und das nächste Bild zeigt also eine Auswertung, die ich gemacht habe. Das ist also eine Pflanzenliste der Pflanzen des Neandertals vor 1837. Man muss sich erinnern, 1846 ist der Neandertaler gefunden worden. Das ist also die Pflanzenwelt, die sich in diesem Kalkgebiet, als der Kalk noch abgebaut wurde, die Kalkflora, die da war, in die Liste in dem Buch Gestein gefunden worden ist heute, ist also, da ist diese Liste nicht eingearbeitet, weil die den Autoren gar nicht bekannt war, dass es von Odenschläger diese Arbeit gibt. Diese Arbeit hat auch noch eine Schwierigkeit. Ich habe mir die lateinischen Namen drin, wie sie heute üblich sind. 1756 hat Linné diese doppelte Nomenklatur erfunden und 1837 ist relativ kurz danach. Man kann sich also vorstellen, dass die weitere Forschung die Pflanzenfamilien und Namen auch verändert hat. Und ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich die Namen in seiner Arbeit in die heutige botanische Sprache übersetzen konnte. Das habe ich in 70er Jahren gemacht und das ist also ziemlich umfänglich, und sowas zu machen. So, nächstes Bild. Das ist die typische Schrift von Odenschläger. Der Nachlass hat ungefähr 6 Meter Papierakten dieser Art. Diese Akte ist, die hier abgebildet ist, ist nicht besonders wertvoll, aber sie zeigt dir immer P sonst was, P sonst was. Man muss sich vorstellen, der arme Kerl konnte nicht kopieren, wenn er irgendwas fand, was ihn interessierte. Und er hat das dann abgeschrieben in Auszügen. Also da geht irgendwo voran, auf vielen Seiten vorher, ein Titel eines Buches, was man auch heute einsehen kann. Und dann hat er dann Seite 121, Seite 131, 133, 134, hat er dann Notizen gemacht und davon gibt es eben ganz ungefähr ein Drittel des Nachlasses sind solche Notizen. Die muss man also auch nicht wirklich übertragen. Da muss man den Titel finden und dann kann man im Original nachgucken, wenn man will. Aber man kann daraus herausfinden, was ihn interessiert hat.
Und das hat er dann wiederum auch in seinen Arbeiten als Inhaltsgeschichte verwendet. Er hat ganz viele historische Aufsätze geschrieben später und er hat so ungefähr bis 1840 botanisch und danach überwiegend historisch gearbeitet. Nächstes Bild. So, und dann hat er sich in seine Bücher, die er da anlegte, dann kamen ja weitere Quellen dazu, dann hat er sich solche Notizzettel gemacht. Und da müssen wir uns mal diese untere Kante merken. Da sieht man diese Savetzi und diese Stufen des vergilbten Papiers. Und was hat er gemacht? Er hat Papier genommen, was ihm in die Finger kam und was er an sich für unwichtig hielt und was eine Rückseite hatte, wo man Notizen drauf machen konnte. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, das ist ja auch, das war Bleistift und Tinte, das hat er auch übereinander geschrieben. Und wenn man jetzt die Rückseite sich anguckt, dann haben Sie hier diesen Schlitz und diese Stufen, dann hat man auf einmal ein Schreiben vom 1. Mai 1812 vom Rat Deims vorliegen. Das hat er nicht für wichtig gehalten. Er ist 1809 geboren, wie kam er denn da dran? Der hat vom Pasteleux Akten geerbt. Der Pasteleux, der ihn an die Uni gebracht hatte. Und er hat zum Beispiel in dieser Biografie, in der deutschen, 1841 den Nachruf auf Pasteleux geschrieben, Ulrich Schläger. Und so sind an ihn ganz viele Löw-Akten gekommen. Wenn sie dann noch so erhalten sind und man braucht sie nur rumdrehen, die sind also auch von Hinrichs, der den Ulrich Schläger nachlässt, erfasst hat, sind diese Beilagen nicht erfasst. Und da kann man noch ganz viel finden. Aber es kommt auch viel schlimmer, was man noch finden kann. Das ist das nächste Bild. Sie sehen, er hat, wenn er sich Notizen machte und die Papiere nicht für wichtig hielt, so Streifen gemacht. Ich habe die hier mal zusammengesetzt und man sieht, das ist ein Auszug aus irgendeinem viel älteren Papier. Das sieht man in der Schrift und der Art. Und es muss mir also gelingen, diese vielen Lesezeichen in den 6 Metern zusammenzufügen, wieder zu Dokumenten. Und auf diese Weise kann man im Ulrich Schläger nachweis Dinge, die gar nicht erwartet werden, entdecken. Und wenn Sie jetzt das nächste nehmen, dann hat er hier auch 2 Notizzettel gemacht, wo er Stammbäume drauf hat und so Auszüge davon. Das war auch eine ergänzende Notiz in einem anderen Notizbuch. Und wenn Sie die rumdrehen und zusammenfügen, dann kommt da das raus. Und dann hat man auf einmal ein altes Dokument wieder. Und dann muss man versuchen, das zu lesen und zu gucken, in welchen Zusammenhang das gehört. Und insofern ist der Ulrich Schläger Nachlass mehrerlei. Er ist erstens mal die Überlieferung und die Aufsätze, die er selber geschrieben hat. Ich habe ungefähr 77 Veröffentlichungen, die Ulrich Schläger selber gemacht hat zu seinen Lebzeiten, die natürlich nicht systematisch gesammelt sind und man muss nicht das aus der Handschrift übersetzen, wenn man das Manuskript, also ich habe das Manuskript zum Beispiel für dieses am Anfang gezeigte gedruckte Werk, das ist der Ulrich Schläger Nachdruck Nummer 910, da ist das Originalmanuskript drin und das muss man nicht zweimal übersetzen, ist ja gedruckt da, man muss das nur erkennen. Und das zweite ist, er hat unveröffentlichte Aufsätze, die sind wahnsinnig interessant, weil durch die Kriege und allerlei andere Umstände, Brände und sonst was, ganz viele Dokumente verloren gegangen sind. Und insofern sind viele dieser Beschreibungen, da er quer genau gearbeitet hat, das haben wir an diesen Notizen gesehen, Auszügen aus wissenschaftlichen Werken, dass er sauber gearbeitet hat, hat er also Dinge überliefert, wo die Originale heute fehlen und dann ist Ulrich Schläger eine Originalquelle geworden. Und dann sind eben hier Originaldokumente drin, die man wiederherstellen kann. Und wir haben dann einen Ulrich Schläger Nachlass in 2000er Nummernkreis eingefügt und das ist also das zweite, ich nenne das die Puzzle-Dokumente, die, was wir da eingelegt haben. Insofern ist das wahnsinnig interessant, was sich da alles bietet. Ulrich Schläger, um seinen Lebenslauf zu enden, hat dann versucht, Zeitungen zu gründen. Das ging in den Zeiten der Zensur um 1849 nicht gut, da sind nicht viele Ausgaben erschienen. Und dann ist er schließlich ausgewandert nach USA. Da hat er ein bisschen hochgestapelt, er galt immer überall als sehr intellektuell, hat sich einen Doktor verliehen, hat als Doktor praktiziert, hat auch Apotheken aufgemacht.
und ist zwischendurch noch einmal nach Deutschland gekommen und dann wieder nach Amerika. Und dann hatte er in Williamsburg, Brooklyn, eine Apotheke. Da hat er dann einen auf die Nuss gekriegt, was ich mal in einem Liederbuch veröffentlicht hatte, das dann Überfall war. Und das war der Anlass für ihn zurückzukehren. Und dann hat er in Buckenberg gewohnt, im Nagelsbaum, hat den Nagelsbaumer Leseverein gegründet, den es seit kurzem nicht mehr gibt. Und ist dann nach Solingen verzogen, wo er der erste Archivar war. Und da hat er das erste Repertorium des Archivs von Solingen gemacht. Und das ist auch viele hundert Nummern stark. Und da sind ganz viele Dokumente abgeschrieben oder erwähnt drin, die es auch heute nicht mehr gibt. Insofern wieder Primärquelle geworden, was eigentlich nur ein Register war. Und insofern ist der Odenschläger Nachlass eine unheimlich gute Quelle im 19. Jahrhundert für die Forschung. Ja, und das ist das, was ich im Moment mache, und in den 70er Jahren begonnen habe. Und jetzt im Moment, jeden Mittwoch, sitze ich hier drüben im Archiv und enträtsel solche Unterlagen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich den beisitze und die anderen Funktionen nicht mehr machen möchte, denn das spüren Sie auch, als Funktionär hat man nie Zeit für Veröffentlichungen, weil man immer so viel tun muss. Eine Organisation, ich habe das ja auch zweimal als Vorsitzender gemacht, in der Zeit konnte ich nie veröffentlichen. Und diesen Fehler wollte ich jetzt mal beheben, indem ich mehr forsche und an Niederrupper, also an Veröffentlichungen arbeite und nicht unbedingt an dieser Kernearbeit, die Sie im Moment machen, was ja sehr verdienstvoll ist, dass Sie es tun. So, und das war jetzt der Versuch in 10 Minuten, einen kurzen Einblick auf die Handschrift, auf die Möglichkeiten, die das alles bietet, zu geben. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man bei Hexmeter, solche Handschrift, das ist Kurrentschrift, privat ausgeschrieben, noch vor Sütterlin, das ist nicht ganz einfach zu lesen. Und da habe ich also eine ganz gute Beschäftigung mit. Und von der Beschäftigung habe ich Ihnen mal berichtet. Und ich hoffe, es waren ungefähr 10 Minuten.